willkommen und grüß Gott bei meiner zauberhaften Welpenschau. Ich möchte bitte alle herzlichst einladen, meine Homepage zu besuchen. Da garantiere ich, ich zauber ein Lächeln in jedes Gesicht und jedem geht da das Herz auf. Heute zeige ich wieder die kleinen Spitzwelpen. Und ich versuche jeden Einzelnen ganz gut herzuzeigen. Und jetzt habe ich die Augen offen. Jetzt sind sie natürlich schon richtig schön. Da habe ich jetzt als erstes eine schneeweiße Hündin. Dass die im Gesicht nur so rosarot ist und bei den Bratzern diese schwarze Pigmentierung kommt immer erst später, weil jetzt haben sie halt gerade erst einmal die Augen aufgemacht, weil sie halt noch ganz klein sind. Und alles braucht halt ein bisschen Zeit. Dann kommen wir zum nächsten Mädel. Das ist die. Die ist braunweiß, ein bisschen dreifärbig. Da hat sie ein bisschen ein Schwarz. Und da im Schwanzerl hat sie auch ein bisschen ein Schwarz. Auch schon goldig. Sobald sie natürlich die Augen offen haben und ein bisschen krabbeln können, werden sie richtig putzig und lieb. Und ich sage ja immer, das ist wirklich Glück zum Aufwachsen, weil wir sind da immer so entzückt und das ist wirklich ein Wunder des Lebens, wenn man so kleine Welpen beobachten kann, wie es daherwachsen bei der Geburt und wie es einfach dann vor mit Auge aufmachen und spüren aufhauen und reagieren. Das ist einfach super. So, du kommst da her. Dann haben wir noch. Komm mal schnell. Das ist das dritte Mädel im Bunde. Das ist die kleine Panda. Die ist ganz schneeweiß und hat da bei einem Auge, ich hoffe, dass man es sieht, ein bisschen kleines schwarzes Fleckerl. Darum haben wir es Panda genannt, wenn wir sagen, wie beim kleinen Panda-Bärli. Das ist die kleinste im Wurf und jetzt werden sie schon so richtig fluffig, wuschig, also ganz toll. Ja, sag, das ist nervig, gell? Habe ich die beim Dringen gestört? Das geht schon. Oh, so müde. Und jetzt zeige ich euch nur die Bullis. Der erste Rüde, den ich hier zeige, der ist schneeweiß. Der hat nirgends irgendeine Farbe. Der ist wirklich ganz weiß wie ein Eisbärli. Ist auch noch nicht ganz fertig mit der Pigmentierung und Nase. Das braucht nur ein bisschen, wie ich gesagt habe. Ist aber rundum und um weiß. Und auch schon ganz glas weich im Fell. Spitzerl werden ja so lieb und es dauert halt ein paar Wochen, bis man das Rassetypische auch kennt. Aber dann sind die so schnuckelig, dass man es fressen kann. So. Dann haben wir da den zweiten Rüden. Der hat ein schwarzes Fleckerl beim Schwanzerl und ein schwarzes Fleckerl am Ohrli und ein bisschen was im Gesicht. So lieb. Und man sieht es jetzt schon, man merkt es auch, wenn man es in die Hand nimmt. Die einen nehmen das ganz ruhig und gelassen hin, die anderen zappeln ein bisschen mehr. Das sind auch jetzt schon ein bisschen erkennbar die Charakterunterschiede. Der eine ist halt ein bisschen widerstandsfähiger und der andere ist halt ein bisschen braver und lässt sich alles gefallen. Okay. So. Dann komm her, der Schnucki. Tschack. Das ist der letzte von den Buben. Das ist wirklich ein ganz exzellent, toll gezeichneter, der es wirklich so 50-50 wunderschön gleichmäßig zeichnet. Gell? Ja, ja, du bist ganz ein schöner. Und wir haben letztes Jahr auch so einen ähnlichen Welpen dabei gehabt, von dem haben wir auf der Homepage schon Fotos, ausgewachsene. Da kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, wie er wird. Also echt klasse, die Farbverteilung, ganz perfekt. Bei den Spitzerl ist ja grundsätzlich jede Farbe erlaubt und sie gibt es natürlich rein weiß, schwarz, schokobraun, fuchsrot, alle Schäckungen gibt es da. Also da gibt es die tollsten Farben oder gewölkt, das ist dann so gräulich wie der Wolf. Und jeder ist natürlich auf seine Art hübsch
Und was beim Spitzerl auch so toll ist, das ist einfach ein hochintelligenter Hund. Ich vergleiche ihn oft mit dem Border Collie ohne Hüttetrieb und ohne Herdentrieb. Aber der ist wirklich blitzgescheit, lernt jeden Trick, macht Kinder viel Freude, ist ein robuster Hund, ein Allrounder, der passt aufs Land genauso gut wie in die Stadt, ist brav in der Wohnung und ist auch wirklich für jeden Sport zu haben. Die Zimti, Zimti ist eine ganz brave Mutterhündin, die sich wirklich toll kümmert. Leider wollen sie jetzt schlafen und nicht spielen, weil sie können schon ein bisschen laufen und sind schon ganz schön krabbelig und frech. Aber sie wollen halt nicht alle so, wie wir das wollen. Und ich sage immer in unseren Videos, es geht halt nicht auf Knopfdruck und auf Kommando. Tiere machen das, was sie wollen und jetzt wollen sie halt schlafen. Okay? Ja, Zimti, du bist ja so brav, so fein, ne? Ja, du bist der Gute, ne? Ja, ja, ganz eine feine bist du. Und auch bei ihr sieht man, wie das Fell wunderschön glänzt, obwohl sie jetzt mit der Welpenaufzucht da Hochleistungsarbeit vollbringen, weil das ist für jede Hündin wirklich ein anstrengender Job, am ganzen Wurf aufziehen. Ja, so bravi. Ich weiß, man konnte da natürlich stundenlang zuschauen, aber jetzt ist schon auf Nacht und ich glaube, für heute machen wir Schluss. Wir machen ja bald wieder ein neues Video. Dann sage ich Tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal.